Schönen guten Morgen. Eure Fragen haben mich jetzt dazu inspiriert, dass ich über dieses Thema live gehe, bevor ich meine ganze Timeline in der Story jetzt damit voll mache. Deswegen freue ich mich, dass du hier bist, dass du hier jetzt reinklickst und mit mir ein bisschen über Außerirdische sprichst und Starseed Energies. Ich möchte ein bisschen darüber plaudern. Hallo Sabrina, guten Morgen, schön, dass du da bist. Ich möchte ein bisschen darüber sprechen, welche Starseed-Seele du bist und wie du vielleicht auch in Form deiner Resonanz oder deinen Vorlieben oder deinen Fähigkeiten einfach mal schauen kannst, was dich am meisten anspricht, ja? Und wie du das auch fühlen kannst, was du bist und welche extraterrestrische DNA auch vielleicht in dir steckt. Also dazu vielleicht ein bisschen was zu meinem Weg. Ich bin vor einigen Jahren, das ist jetzt schon eine Weile her, ich würde sagen 2015 oder so, in meinem Leben an einem Punkt gestanden, wo ich wusste, wenn ich so weitermache, dann ja, will ich so nicht mehr leben. Das war mir klar. Und ich habe mir echt auch darüber Gedanken gemacht, ja, macht es eigentlich noch einen Unterschied, ob ich hier bin oder nicht? Und ich habe mich gefragt, was mich in meinem Leben eigentlich so unglücklich macht. Und das war immer der Aspekt, dass ich mich hier auf der Erde gefühlt habe, wie wenn ich hier nicht hergehören würde. Wie wenn ich im falschen Film wäre und einfach die ganze Zeit so in meinem Hinterkopf höre, du gehörst hier nicht her. Dein ganzes Umfeld symbolisiert dir, das ist nicht dein Zuhause. Und das war mir natürlich noch nicht bewusst, was es da alles gibt und was ich da alles tun kann und erkennen darf dadurch, ja. Also Brina, du fühlst das auch, ja. Ich glaube, da geht es vielen so. Und es war dann wirklich ein Erlebnis, das ich wahrscheinlich gebraucht habe, das mich so krass gerüttelt hat, dass ich auf der Intensivstation wach wurde. Und ich erstmal aus meinem alten Leben komplett rausgerissen wurde. Ja? Ich konnte quasi nicht mehr selber die Entscheidung treffen, sondern die Entscheidung wurde für mich vom Universum getroffen. Du gehst da jetzt mal nicht mehr in die Arbeit. Und das Witzige daran ist, dass ich mir davor noch gedacht habe, boah, ein Jahr Urlaub wäre wirklich geil. Ja, den Urlaub hatte ich nur nicht am Strand liegend in der Karibik, sondern auf der Intensivstation im Krankenhaus ans Bett gefesselt. Ja, ich konnte ja nicht mal laufen, das muss ich erst wieder lernen. Und da begann der Prozess, wo ich nicht mal im Außen schauen konnte, sondern ich musste nach innen gehen, in meine Gefühlswelt schauen. Wer bin ich? Was will ich wirklich? Und auf einmal wurde ich wieder auf meinem Weg gesetzt. Ja? Gezwungenermaßen. Und wie sagt man, Glück im Unglück, auf diesem Weg habe ich dann zufällig mega krasse Menschen kennengelernt, ja? Weil ich gewusst habe, die klassische Medizin kann mir nicht mehr wirklich weiterhelfen. Ich habe jeden Tag Schmerzmedikamente genommen, weil ich diese Schmerzen, die körperlichen, nicht mehr aushalten konnte. Und ich wusste, ich brauche irgendwas anderes in meinem Leben. Als ich dann wieder so weit war, so ein bisschen in meinen Job anzusteigen, in die Steuerberatung, mit weniger Stunden, also ich habe dann mit 10 Stunden wieder gestartet, kamen dann plötzlich auch neue Möglichkeiten, Situationen zu mir, weil ich habe danach gefragt. Ich wollte es ja. Ja. Aber bedenkt immer auch, eine neue Möglichkeit, eine neue Chance kommt nie mit einem Schild in der Hand. Ich bin deine neue Möglichkeit. Sondern du musst das erkennen. Die Menschen kommen, machen dir Angebote und du kannst sagen ja oder nein. Bleibst du im Alten oder bist du mutig und gehst ins Neue? Gut, das habe ich gemacht. Mich hat eine junge Frau angeschrieben, ob ich Interesse habe an Nahrungsergänzung. Und ich so,
Ja, klar, warum nicht? Ja, mein Körper braucht Nährstoffe, und vielleicht ist das wichtig und gut für meinen Körper, dass ich wieder in meine volle Präsenz komme. Weil die ganzen Antibiotika, die ganzen Schmerzmedikamente und das Leben hat mich einfach ausgelaugt. Gut, ich habe begonnen, diese Vitamine zu nehmen, und dann sagt die zu mir: Du, wenn du willst, du kannst das auch beruflich machen. Sag ich: Wie? Und sie: Ja. Ich kann dich auch als Vertriebspartner anschreiben, dann kriegst du einen günstigeren Preis. Und du kannst es weiterempfehlen, wenn du zufrieden bist. Gut, sage ich, probiere ich, ja. Einen Tag später hatte ich schon einen neuen Kunden angeschrieben, und sie ruft mich an und sagt: Julia, was hast du gemacht? Und ich habe es weiterempfohlen, ja. Krass, ich habe dir nicht mal gezeigt, wie das geht. Sag ich: Ja, ist ja auch mega einfach, ja. Und ich habe quasi schon einen Tag später Geld verdient, und es hat mir Spaß gemacht, und dann bin ich da eingestiegen, und mein ganzer Persönlichkeitsentwicklungsprozess hat begonnen. Ich habe neue Menschen kennengelernt, ich bin öfter nach Deutschland gereist, habe dort andere Menschen kennengelernt mit anderem Mindset, die anders denken, nicht dieses Angestellten-Denken, sondern wirklich sich zu öffnen für die Fülle, für die Träume, für was ganz Neues. Sie, wieder Schlüsselperson, ja, sagt zu mir: Fliegen wir nach Frankfurt oder nach Stuttgart, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau. Da gibt es so eine Weiterbildung, ja. Da kommen gleich die Unterbrechungen. Ich hoffe, schreibt es mal bitte in die Kommentare rein, ob ihr mich noch hören könnt. Auf jeden Fall hat sie mich dann überredet, dorthin zu fliegen. Und auf dem Weg zum Flughafen hat uns ihre Mama gebracht, ja. Und okay, hört sie mich wieder? Mich hat nämlich gerade angerufen. Also zuerst wollte ich nicht auf dieses Seminar, aber wie gesagt, sie hat mich dann überredet, und dann bin ich doch mitgefahren. Und ihre Mama hat uns am Flughafen gebracht, ja. Und ihre Mama war für mich so richtig cool, weil ich kannte das nicht von meiner Familie, dass jemand so weltoffen ist, ja, und auch mit so ganz vielen Themen anders denkt und tickt. Und ich habe mich schon so ein bisschen, manche würden sagen, mit Verschwörungstheorien befasst. Aber das ist ja, wie gesagt, auch nur so ein Begriff, um etwas schlecht zu reden. Egal. Auf jeden Fall sagt sie zu mir: Ja, sie macht gerade den aktorianischen Kristallkörperprozess. Und ich so: Okay, was ist das? Und sie: Ja, das sind außerirdische Wesen, mit denen reist du auf die Raumstation, und dort wird ein physischer Körper behandelt. Und ich so: Gibt's doch nicht. Und sie: Ja, das ist richtig cool. Und sie hat wöchentlich 2 Sitzungen, und da geht sie den Prozess gerade durch. Und dann gibt es auch noch so Laserkristall-Sitzungen, die will sie dann auch machen. Und ich sage so: Okay, gib mir die Nummer, ich will das auch machen. Ja? Und sie: Ja, das wird deinem Körper auf jeden Fall auf mega helfen, weil die können die ganzen Giftstoffe rausholen. Also alles, was du an Spritzen gekriegt hast, an Antibiotikum, an Schmerzmitteln, diese ganzen Vernebelungen von der Narkose, die können das alles rausholen, und die können auch deine Wunden schneller heilen. Und ich wieder so: Okay, also es gibt was, was sich so abgespaced anhört, was mir tatsächlich helfen kann, dass ich wieder laufen kann, dass ich ein neues Bewusstsein erlange. Gut, wir waren dann erstmal in Deutschland auf dem Seminar, was auch mega augenöffnend war, und da hat eine Phase in meinem Leben begonnen, kann ich mich noch ganz genau erinnern. Ich konnte keine Nacht schlafen, weil ich gespürt habe: Es gibt so was Großes da draußen, und wenn da wirklich nur ein Bruchteil davon stimmt, ist es einfach nur absolut genial. Und diese Vision und diese Träume, die auf einmal wieder da waren, die waren so groß, ja. Und mein depressives Leben davor und diese Aussichtslosigkeit, das war alles wie weggeschoben.
da hat eine spannende Reise begonnen, sage ich euch. Ja, zurück zu Hause von dem Seminar rufe ich dort an. Am Telefon hebt jemand ab. Hallo Julia. Hallo, wer? Hallo Julia. Sag ich, woher warst du meinem Namen? Ja, ich habe schon gewartet, dass du anrufst. Okay. Ja, ich würde gerne den Kristallkörperprozess machen. Ja, wir können uns gerne nächste Woche einen Termin ausmachen. Okay, wo soll ich hinkommen? Ja, in Wien, ich schicke dir die Wohnung und ich schicke dir die violette Flamme, die kannst du durchlesen und dann wirst du schon mal vorbereitet auf die Arcturianer. Okay. Gut, bin ich dorthin gefahren, zu einer fremden Frau, kannte ich nicht. Gehe in diese Wohnung rein, ganz oben, auf der Dachterrasse, man hat da über ganz Wien drüber gesehen. Und es kommt mir schon so eine Räucherstäbchen-Duftwolke entgegen und so ganz sanfte Klänge. Also richtig galaktisch, ja. Und ich wusste, oh mein Gott, ich bin noch nie so richtig wie jetzt in meinem Leben. Diese Frau war, wie wenn ich sie schon ewig kennen würde, wir haben, glaube ich, erstmal eine Dreiviertelstunde gequatscht, bis ich mich dann dort auf die Liege gelegt habe und sie begonnen hat zu channeln und ich noch genau wusste, krass, jetzt kommen da, wie kommen die Außerirdischen? Sehe ich die jetzt? Stehen die jetzt neben mir? Geht da gleich ein Portal auf, wo andere Wesenheiten rauskommen oder was passiert da jetzt mit mir? Ich kann mich noch genau erinnern, ich habe mich nicht getraut, meine Augen zu öffnen, aber ich habe so meinen ganzen Körper gespürt. Es war, als ob jemand, und dieses Gefühl kannte ich ja, wenn du eine Operation hast und du bist in Narkose, dann schläfst du zwar, dein Bewusstsein ist irgendwie ausgeschaltet, aber du hast keine Schmerzen, kriegst aber manchmal trotzdem ein bisschen was mit. Und in dem Moment, als diese arcturianische Kristallsitzung begonnen hat, hatte ich das Gefühl, dass an meinem Knie gearbeitet wird. Ja, gedreht, verändert, reingehämmert, aber ohne Schmerz. Ja, und das war teilweise richtig unangenehm und ich habe ihr das auch gesagt und sie, ja, beruhig dich, es ist alles gut. Es werden da gerade einfach in deiner Knochenstruktur und in der Energie, im Energiefeld Dinge bereinigt. Und es hat so circa eine halbe Stunde gedauert. Und dann ist sie auch aus dem Raum gegangen und dann haben nur die Arcturianer an mir gearbeitet. Das war nochmal eine Nummer schräger. Dann habe ich wirklich wahrnehmen können, wie Wesenheiten auf mich zukommen, mich streicheln, mit mir sprechen und ich hatte telepathisch Sätze in meinem Kopf und habe auch Fragen gestellt und es kamen auch Antworten, die mir auch gesagt haben, Julia, es ist alles gut. Dir passiert nichts, wir passen auf dich auf. Und das war so, ja, ich kann vertrauen, ich bin genau richtig hier. Dann kamen sie wieder in den Raum und wir haben das besprochen. Und ab dem Moment bin ich einfach wöchentlich zu ihr gefahren und wir haben diese Sitzungen gemacht. Das waren damals noch, ich weiß nicht, ich glaube über 30 Sitzungen, die mein ganzes Leben verändert haben. Währenddessen hat sie mich schon gefragt, ob ich nicht die Ausbildung zum arcturianischen Medium machen will und das selber lernen. Und ich einfach nur, ja, 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 will ich. Und da war es genau wieder so wie beim Network Marketing. Ich habe den Kurs gemacht und am nächsten Tag hatte ich schon meine erste Sitzung. Und die Menschen waren einfach begeistert. So, was machst du da? Ich habe keine Ahnung, aber es hilft. Und dann kamen Menschen zu mir mit körperlichen Problemen. Nach Eileiterschwangerschaft, Kopfschmerzen, Krebs, anderen chronischen Krankheiten, Knieschmerzen. Und ich konnte denen helfen durch diese wöchentliche Sitzung, die wir miteinander hatten. Ja? Und dann im Laufe der Zeit wurde ich da, als Medium auch immer stärker. Ich habe immer mehr Informationen erhalten und natürlich die Arcturianer
sind mir immer näher ans Herz gewachsen, bis ich erkannt habe, okay, ich habe eine Verkörperung in einem aktuarianischen Körper. Ja, und ich habe dann mit der Zeit natürlich auch gemerkt, das sind nicht nur die Aktuarianer, das sind auch die Sirianer, die Plejadier, die Venusianer. Ich habe ganz viele andere Wesenheiten kennengelernt, mit denen ich begonnen habe, telepathisch zu kommunizieren. Und so hat sich der Kristallkörperprozess auch verändert in die Aktuarianer, Ashtar Sharan, ein außerirdischer Master, inklusive Sternenvölker. Und das ist jetzt auch immer noch so, ja. Also alle Menschen, die sich jetzt für den Kristallkörperprozess entscheiden und die es ruft, kommen natürlich auch die unterschiedlichen Wesenheiten zu ihnen und unterstützen sie auf dem Weg. Es wird genau diese Alien-DNA aktiviert, die zum größten Teil in dir aktiv ist, ja. Wir sind einfach eine Mischrasse. Das heißt, gerade die Sirianer haben viel in unserer DNA experimentiert, um uns auch zu verbessern, um natürlich auch unsere Psy-Kräfte zu aktivieren, dass wir Menschen auf der Erde uns auch wieder aus diesem dunklen Zeitalter, aus diesem niedrigen Bewusstsein erheben können. Ja? Und auf dieser Reise, der Prozess dauert jetzt aktuell 16, 17 Wochen, je nachdem, wie schnell du bist. Manche sagen, ich ziehe 2 Sitzungen in der Woche durch, manche sagen eine, manche sagen alle 2 Wochen. Kommt darauf an, wie du bereit bist, diese Energien zu verdauen und deine Mission anzutreten und deine Sinne zu öffnen. Ja? Also es geht wirklich darum, deine Übersinne wieder zu aktivieren, deine Zirbeldrüse wieder auf Hochtouren zu bringen, um auch wieder die Informationen zu halten, die für deinen Weg wichtig sind. Ja? Und das ist natürlich anstrengend, weil durch diesen ganzen Reinigungsprozess Dinge wegfallen, die dir nicht gut tun. Dämonische Energien, satanische Energien, luziferanische Energien. Dir wird auf einmal bewusst, wo war ich die ganze Zeit? Wo bin ich Mustern und Rollen gefolgt, die mir eigentlich nicht gut getan haben? Dir wird auf diesem Prozess so viel klar und das tut manchmal einfach mega weh. Und wenn du vielleicht eine chronische Krankheit hast oder Beziehungsprobleme, immer wieder in toxischen Beziehungen landest, immer wieder Probleme mit dem Job hast oder andere Dinge, ja, einfach seelische, psychische oder körperliche Unpässlichkeiten hast, dann müssen die Aktuarianer diese Sachen erstmal alle in die Klärung bringen, aus dem Unterbewusstsein und aus dem Überbewusstsein Informationen hochholen, die du vielleicht irgendwo mal abgestellt hast durch ein Trauma, damit du weiterhin überleben kannst. Ja? Ein Trauma oder ein Schock setzt sich in unserem Körper ab und verursacht dadurch zum Beispiel Disharmonie oder eine Krankheit. Ja? Eine Krankheit zum Beispiel ist auch eine Möglichkeit für dich zu erkennen, dass du im falschen Weg bist und dieses Verhalten zu analysieren und wieder zu verändern, um wieder auf deinen Weg zu kommen. Manchmal sehen wir den Wald aber vor lauter Bäumen nicht mehr. Und die Aktuarianer machen das ganz sanft. Die schauen genau, wo du bist. Dein Körper wird gescannt, dein Bewusstsein wird gescannt, deine Psyche. Es werden unterschiedliche Reinigungen gemacht, ob das jetzt in deiner Aura ist, in deinem Gedankenkörper, in deinem Gefühlskörper, deiner Wirbelsäule, die ja auch ein Kommunikationskanal ist mit anderen Ebenen. Also es wird individuell ganz genau geschaut, wo du stehst und was der nächste Schritt ist, um auch negatives Verhalten oder Energien aus deinem Körper rauszuholen, damit du in diesem Aufstiegsweg hier energetisch gesehen voranschreiten kannst. Und deswegen sind wir Menschen hier auf der Erde karniert, um zu wachsen, um Herausforderungen zu meistern. Nur die meisten drehen sich ständig im Kreis und stecken da fest. Und immer wiederkehrende Gedanken und Gefühle, die sie zurückkatapultieren und nicht in die Realität bringen, wo sie eigentlich hinwollen. Ja, und so habe ich halt diese aktuarianische Ausbildung genossen, mittlerweile schon einige Jahre. Und ich habe auch weitere Ausbildungen gemacht in Bezug auf Fremdenergien, Besetzungen und Krankheiten sind meistens Besetzungen. Auch ganz viel in Bezug auf, wie soll ich sagen,
wie parasitäre Systeme auch in der Aura bewusst veranlagt werden, um die Menschen von ihrem Weg abzubringen, um ihre Seele zu verkaufen, um abgetrennt zu werden von ihrem höchsten wahren Wesen. Also ganz viele sind nicht mehr in ihrem Körper anwesend, sondern schweben da irgendwo herum und machen irgendwas und spüren sich teilweise auch gar nicht mehr. Meine Aufgabe ist es wieder, mit diesen Wesenheiten der Arcturianer ganz speziell die Menschen wieder in den Körper zurückzuholen, an ihren Inkarnationsauftrag anzubinden, um aus diesen ganz komischen Lebensumständen rauszukommen und in ihr wahres Potenzial zu kommen. Ja? Und das ist ein anstrengender Weg, das bedeutet, durch die Dunkelheit zu gehen, aber jeder Schritt in die Dunkelheit bringt das Licht zurück in dein Leben. Ich ermutige euch, ja, ihr habt jetzt die Möglichkeit, wenn ihr auf dieses Video geklickt habt, dann ist eine Resonanz da. Fragt euch mal, was ist es bei euch und wo seid ihr nicht mutig genug hinzuschauen und habt es immer wieder weggeschoben. Deswegen habe ich mich auch dazu entschieden, am 24. Juni eine kostenfreie Masterclass anzubieten um 10 Uhr, wo es um Herausforderungen und Trigger geht, und im Anschluss können Sie die arcturianische Energie einfach mal fühlen. Ja? Und dann kannst du ja für dich entscheiden, will ich in diesem Prozess ansteigen mit den Arcturianern? Ist das was für mich, wirklich ganz tief in meiner Programmierung anzutreten und dort Veränderungen zu bewirken, dass ich mir das Leben kreiere, was ich wirklich verdient habe und nicht das, wo ständig andere mit mir spielen und hineinpfuschen, ja, und wo ich gar nicht mehr aktiv der Schöpfer von meinem Leben bin, sondern nur mehr Akteur, der eine Rolle spielt. Das ist die Frage. Und wie gesagt, unsere außerirdischen Freunde helfen uns dabei. Und ganz oft beobachte ich auch, weil heute die Frage auch kam, mit der Blutgruppe, gerade die Menschen mit der Blutgruppe 0 tragen meistens ganz viel außerirdische DNA in sich, ja? Und die merken auch, boah, ja, ich fühle mich wieder Alien on Earth hier. Und ich sage euch was, das ist wichtig und richtig so. Du bist hier nicht falsch, sondern du bist hier aus einem bestimmten Grund, nämlich etwas zu verändern durch dich. Durch dich Technologien durchzugeben, durch dich andere Gedankengänge, Bewusstseinsprozesse oder Sichtweisen durchzugeben, Blickwinkel. Also pass dich nicht mehr an, die anders sind als du, sondern wenn du der Einzige bist, der etwas anders sieht hier, dann bist du aus einem bestimmten Grund hier. Und das ist gut so. Und diese Menschen sollen sich wieder finden und aktiv daran arbeiten, dass ihre Psi-Kräfte wieder aktiv werden. Dass sich die Seelenfamilie wieder findet und dass das nicht mehr als unfair oder als warum passiert das mir gesehen wird, sondern yeah, ich bin hier, ich erkenne das und ich mache das Beste daraus. Weil diese Fähigkeiten haben ja auch einen positiven Impact auf diese Welt. Ja? Es ist keine Bestrafung. Das habe ich lange gedacht. Und das war jetzt eine sehr große Rede aus meinem Herzen, wie wichtig mir diese Wesenheiten sind und wie viel ich dadurch erkannt habe, wer ich wirklich bin, wer ich wahrlich bin, durch diesen Kontakt, durch diesen telepathischen. Und je mehr Menschen sich wieder auf diesen Weg begeben, desto eher können sich die auch wieder physisch hier zeigen. Aktuell inkarnieren sie in Menschenkörper und agieren so, ja. Aber die sind auch schon auf der Erde, nur sie tarnen sich, sie haben Mimikry sozusagen, dass man nicht an den Augen so genau sieht, damit wir keine Panikattacke kriegen, keinen Schreck, keinen Schock. Aber diese Wesenheiten sind auch schon unter uns, arbeiten auch schon in bestimmten Bereichen und bringen ganz große Veränderungen hinein. Und gerade nach den letzten 3 Jahren, nach dieser Pandemie, es hätte auch alles in eine ganz andere Richtung gehen können, aber es gibt bewusste Seelen, es gibt bewusste Menschen, die wissen, nein, wir müssen aus diesen Herausforderungen wachsen und weitergehen und Dinge anders tun. Und bis zum Ende des Jahres wird sich so viel verändern. Und das ist jetzt mein Ruf an alle außerirdischen Seelen da draußen,
kontaktet miteinander. Traut euch wirklich, diese Frequenzen in euch freizuschalten. Ja? Da hilft euch kein Online-Kurs, wo ihr anschaut, was machen die Aktorianer oder sonst irgendwas. Nein, das müsst ihr in eurer DNA wieder aktivieren und in euren Programmierungen wieder freischalten. Und dann legt sich wie ein Schalter um und es geht zack, 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 zack und ganz viele Dinge verändern sich. So, ich glaube, ich habe jetzt alles gesagt. Vielleicht hat noch jemand Fragen von euch. Dann könnt ihr die gerne stellen oder natürlich auch unter das Video. Es war mir eine große Ehre. Und zum Abschluss möchte ich euch noch kurz die aktuarianische Energie fühlen lassen. Und ich werde euch durch mich, wenn das für euch in Ordnung ist, über meine Augen eine Segnung übermitteln. Wenn du das willst, sprich einfach für dich ein Ja aus und empfange mit einem offenen Herzen. Okay. Also schau mir einfach in die Augen, wenn du das annehmen möchtest. Selamat Kayun, Selamat Kajiaram. Nayukamai. Geliebte Sternenschwester und Sternenbruder, wir sind eure kosmische Familie und wir freuen uns, dass du den Ruf erhört hast, dies in dir wieder zu erkennen. So erwache, so erwache und werde lebendig in einer neuen Welt. Erwache. In diesem Sinne verabschiede ich mich. Manche werden vielleicht denken, die ist komplett verrückt. Andere werden genau fühlen, was die Wahrheit ist. Und die Wahrheit ist für jeden was anderes. Und es gibt immer eine Wahrheit hinter der Wahrheit. Sabrina schreibt, vielen Dank, von Herzen gerne. Zögert's nicht, mit mir in Kontakt zu treten. Dafür bin ich hier. Dafür stehe ich in meinem Dienst. Dafür gehe ich los. Und dafür habe ich die letzten Jahre ganz viel investiert und auf ganz viel verzichtet, weil es meine Herzensmission ist. Alles Liebe!